Nochmal ein herzliches Willkommen meinerseits zu unserem ersten digitalen Salon der Radentscheide. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr euch aus der ganzen Republik zuschaltet. Genau, jetzt möchte ich euch aber wirklich die Podiumsgäste vorstellen. Wir haben auf dem Podium dabei Gero Storjohann. Er ist Berichterstatter für Radverkehr in der CDU-CSU-Fraktion und Vorsitzender des Arbeitskreises Fahrrad. Er schaltet sich aus dem Homeoffice zu, ich nehme an, in seinem Wahlkreis Segeberg-Stormann-Mitte in Schleswig-Holstein. Hallo, Herr Storjohann. Dann möchte ich Ihnen gerne Matthias Stein vorstellen. Matthias Stein ist fahrradpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion für Kiel, Altenholz und Kronshagen und er schaltet sich heute aus Kiel zu. Hallo und herzlich willkommen, Matthias Stein. Als nächstes möchte ich Ihnen gerne Dr. Christian Jung vorstellen. Er ist von der FDP-Bundestagsfraktion und schaltet sich heute aus Karlsruhe, Baden-Württemberg zu. Als nächstes möchte ich Ihnen Andreas Wagner vorstellen. Er ist fahrradpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke und schaltet sich aus Geretsried in Bayern zu. Hallo, Herr Wagner. Und last but not least, wir sitzen im gleichen Bezirk zufälligerweise. Stefan Gelper schaltet sich heute aus Berlin-Pankow zu und ist Sprecher für Verkehrspolitik und Radverkehr bei Bündnis 90 Die Grünen. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Gelper. Moin, moin. Dann würde ich doch die Gelegenheit nutzen, dass wir die Folie beenden. Herzlichen Dank. Genau, wir haben, vielleicht noch vorneweg zu sagen, dass alle der Diskutanten, die heute mit dabei sind, sind Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und Mitglieder des Parlamentskreises Fahrrad. Was ist so ein bisschen der übergeordnete Punkt, warum wir heute hier zusammenkommen? Was ist auch Bundesrat? Wir haben kürzlich am 21. November hat der Volksentscheid Fahrrad seinen 5-jährigen Geburtstag gefeiert. Oder besser gesagt auch nicht gefeiert, weil momentan sind ja Partys in der Tat schlecht umsetzbar. Und vor 5 Jahren ging es also los, 2016 mit dem Volksentscheid Fahrrad in Berlin. Mittlerweile gibt es deutschlandweit 44 Radinitiativen, darunter 37 Radentscheide und 7 weitere Radentscheidinitiativen. Darunter auch 2 Bundesländer, das Bundesland Brandenburg und das Bundesland NRW. Wir haben mittlerweile fast 850.000 Unterschriften deutschlandweit gesammelt. Das ist eine ganz schöne Power, die hinter dem Thema Fahrrad steht. Was wir festgestellt haben in diesen unterschiedlichen Initiativen, ist, dass man oft vor den gleichen Problemen steht. Es gibt, die Radpolitik ist eine kommunale Aufgabe, aber es gibt doch immer wieder Grenzen, an die diese Radentscheide stoßen. Und es sind oft die gleichen Grenzen, die dann auch die Bundesebene adressieren. Deswegen haben wir uns mit den unterschiedlichen Radentscheiden zusammengetan und haben Bundesrat ins Leben gerufen. Die Repräsentation der Radentscheide auf Bundesebene. Dazu haben wir uns schon auch 2-mal getroffen. Es war alles noch vor Corona, im Jahr 2018 und im Jahr 2019. Meistens in der Mitte Deutschlands. Und was auch noch eine erfreuliche Nachricht ist, es kommen monatlich ungefähr 2 Radentscheide dazu. Soweit in Kürze zu uns. Über was wollen wir jetzt hier, oder was ist der Rahmen, den ich vielleicht mit uns für dieses Panel aufspannen möchte, ist, wir sehen sehr viel Handlungsbedarf einfach im Verkehrsbereich. Gucken wir zum Beispiel auf die CO2-Emissionen, hat sich seit 1990 wenig getan. Wir sind bei minus 0,2% gerade. Das ist also ein massiver Bedarf, wenn wir die Klimaschutzziele der Bundesregierung einhalten wollen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass das Thema Fahrrad momentan in der Pandemie einen großen Aufschwung hat. Also wir sehen sehr viel Thema, sehr viel Wind. Es gibt Pop-up-Infrastruktur, die aufgekommen ist. Gleichzeitig, wenn man diese Fachdiskussion wahrnimmt, gab es bis jetzt leider noch nicht den Fahrradgipfel, aber den Autogipfel gab es schon 2-mal. Den ÖPNV-Gipfel haben wir bis jetzt auch noch vermisst. Und wenn wir uns auch die Umsetzung der Kilometer auf der Straße angucken, wird es natürlich ganz schnell mau für den Radverkehr, auch für den Bahnverkehr. Dort wurden nur 6 Kilometer dieses Jahr umgesetzt im Vergleich zu 61 Kilometer Autobahnneubau und 38 Kilometer Autobahnausbau. Das heißt, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte für unser Thema, wo wir sind. Wir setzen uns ein für lebenswerte Städte, eine klimagerechte und menschenfreundliche Verkehrspolitik. So, das war jetzt aber auch genug von meiner Seite. Ich würde jetzt gerne in die Runde geben und eben auch ein Wort den Panelisten geben.
Und zwar würde ich gerne, dass Sie in, sagen wir mal, 3 Sätzen Ihre Vision darstellen. Wir hatten für alle Zuhörerinnen vorher an die Parteien Fragen geschickt und diese Fragen möchten wir jetzt eben auch mit den Panelisten diskutieren. Ich würde einfach mal mit dem Herrn Dr. Jung anfangen. Herr Jung, möchten Sie mal anfangen, uns Ihre Visionen kurz darzulegen? Sie sind noch auf Stumm, genau. So, vielen Dank. Herzliche Grüße aus Karlsruhe. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Ja, zu den Visionen der Freien Demokraten. Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz, zu dem auch der Radverkehr dazugehört. Wir wollen eine Transparenz zwischen den Bürgern und der Politik herstellen. Und das heißt, dass wir uns für lebendige Innenstädte einsetzen und diese auch intelligent verdichten wollen. Und das heißt beispielsweise, dass in den Kommunen, in den Städten die Planungen ja in der Regel gemacht werden und dass wir uns da durchaus innovative Sachen vorstellen können. Denken wir beispielsweise auch an die Niederlande, wo man ja es schafft, auch in vielen Städten und Gemeinden da eine Harmonie auch zwischen verschiedenen Verkehrsträgern herbeizuführen, auch mit dem Rad, wo ja auch viele tolle Fahrradwege, Fahrradstraßen entstehen, ohne dass man die Verkehrsträger gegeneinander ausspielt. Herzlichen Dank, Herr Jung. Herr Steuerjohann, ich würde an Sie übergeben. Was sind Ihre 3 Sätze zur Vision der Zukunft der Mobilität? Ja, ich grüße auch alle recht herzlich und bedanke mich für die Einladung. Bei uns steht in einer lebenswerten Stadt der Mensch im Mittelpunkt und dort sollen alle Bevölkerungsschichten auch gerne siedeln. Das heißt, jung und alt, mit Behinderung, ohne Behinderung, möchten Sie im öffentlichen Raum gleichberechtigt sich bewegen können und Sie möchten dort Einkaufsmöglichkeiten haben, Sie möchten dort Ärzte haben und deswegen befinden wir uns jetzt auch in einer Umbruchphase. Wir haben früher Fußgängerzonen eingerichtet gegen viele Widerstände. Das hat den Städten eher gut getan und jetzt stehen wir vor der Frage, wie wir auch das Ziel erreichen, die Städte, Innenstädte lebenswert zu machen und sie nicht nur zu reinen Wohnbereichen zu gestalten. Herzlichen Dank, Herr Steuerjohann. Da bin ich gespannt auf die Antwort von Stefan Gerper, worin sich seine Vision der lebenswerten Städte denn da unterscheidet. Ja, jetzt müsste ich gleich anfangen, die Unterschiede rauszustellen. Ne? Also die Vision von den Man kann doch erstmal mit der Vision anfangen. Ich wollte es gar nicht schwerer machen. Ja, nee, also die Visionen von den Kollegen sind ja meistens gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, wie man dann da hinkommt. Ne? Also klar, in den Städten muss es lebenswert sein, muss es grün sein, sollen Jung und Alt die den öffentlichen Raum nutzen können. Wir wollen beliebte Innenstädte haben. Wir wollen, dass man trotzdem in der Stadt zügig, wenn es nötig ist, von A nach B kommt, entspannt, wenn es eben möglich ist, das Gleiche zu tun, mit Fuß, mit Rad, mit dem ÖPNV, mit dem Auto, wenn es Not tut. Wir sagen, wir machen uns da ehrlich, da gibt es einen Konflikt, den muss man, glaube ich, auch benennen, um das scharf zu stellen, weil natürlich, wir haben in Deutschland zwischen 48 Millionen PKWs, das muss man sich immer wieder mal vorstellen. Das heißt, ganz Deutschland fast auf die Vordersitze und dann ist da noch ganz viel Platz. Wir könnten nach Spanien in Urlaub mit den Autos fahren und alle Franzosen, alle Belgier, alle Niederländer einladen, mit uns zu fahren. Aber zurück zum Thema, wir wollen natürlich nicht bloß über die Mobilität reden, sondern die Innenstadt ist auch dann belebt, wenn sie bewohnbar ist im Sinne von kostengünstig. Das geht über das Thema Mobilität hinaus. Das meint den sozialen Zusammenhalt. Die Fassaden, die Dächer sollten grün sein. Und der öffentliche Raum sollte so gestaltet sein, dass er angstfrei ist, angstfrei benutzbar ist und einfach es Spaß macht, in einer Stadt oder meinetwegen auch auf einem Dorf zu leben. Herzlichen Dank. Dorf ist vielleicht so das richtige Übergangsstichwort. Da würde ich gerne mal auch an Andreas Wagner übergeben. Wie sehen denn lebenswerte Städte und Gemeinde Ihrer Sicht aus? Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier in der Runde. Und was ich wichtig finde, das ist, Städte müssen eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität haben. Gleichzeitig dürfen wir den ländlichen Raum nicht vergessen. Also wir brauchen eine gute Anbindung des ländlichen Raums an die Städte. Und
Mobilität muss für alle attraktiv und erschwinglich sein und vor allem klimafreundlich. Das sind so die Punkte, die mir wichtig sind. Wir brauchen eine Mobilität, die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördert und zulässt. Und da spielt vor allem das Fahrrad eine große Rolle, weil viele Menschen gerade im jungen Alter oder diejenigen, die sich kein Auto leisten können, sind aufs Fahrrad angewiesen oder das Fahrrad ist zumindest ein gutes Fortbewegungsmittel, um auch, ja, sag ich mal, Strecken, die jetzt ja nicht so Okay, am Ende hat es ganz kurz gehangen, aber wir haben Sie grundsätzlich also wir konnten Sie bis zum Ende ganz kurz verstehen. Dann würde ich last but not least noch einmal nach Kiel und an Herrn Matthias Stein übergeben und Ihre Vision für die lebenswerte Städte darzulegen. Ja, ich sag mal Moin aus Kiel. Also Moin sagt man auch nicht nur, wenn man wenn es morgens ist, sondern Moin ist irgendwie hier ein universeller Begrüßungs Formel hier in Kiel. Also für uns Sozialdemokraten ist es natürlich wichtig, dass wir eine hohe Aufenthaltsqualität, gute Luft, dass wir die Lebenswelt von Menschen so gestalten, dass das Lärm gemildert ist, dass jeder sich gerne in den Städten aufhält, dass wir eine Nahmobilität haben, die dazu einlädt, viele Dinge zu Fuß zu erledigen oder mit dem Fahrrad zu erledigen. Ich glaube, es ist eng verbunden mit einer Städtebaupolitik beziehungsweise auch mit einer Raumpolitik. Wir müssen aus meiner Sicht eine Vision haben, wo wir Arbeitsplätze wieder stärker in Wohnumfelde bringen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Wirtschaftsform gehabt, die halt immer mehr Pendelströme verursacht hat. Und ich glaube, das kann man einen Teil zurückführen. Wir haben jetzt in der Corona-Krise erlebt, dass viele im Homeoffice arbeiten und dadurch Verkehre auch vermieden werden. Ich glaube, da ist noch viel Musik drin in dieser Fragestellung der Reduzierung von Verkehren. Und ich habe natürlich eine Vision. In Kiel klagt jeder, dass er keinen Parkplatz bekommt, aber gleichzeitig steigt die Zahl an PKWs gewaltig. Kiel ist eine 250.000 Einwohnerstadt und wir haben, ich glaube, über 100.000 PKWs. Das ist sehr, sehr viel. Wir haben pro Einwohner mehr PKWs als Berlin. Das heißt, und sie stehen häufig im öffentlichen Raum. Ich hoffe, dass man es so hinbekommt, dass man die Zahl der PKWs reduziert, aber auch die Parkfläche im kostbaren öffentlichen Raum, gerade im sozusagen im Straßenquerschnitt, dass man das reduziert und mehr für Leben öffnet. Dazu gehört es natürlich auch, dass man verstärkt Parkhäuser nutzt, dass man verstärkt auch beim Thema Elektromobilität, die ja leiser ist und auch emissionsärmer ist, dass man da die Chance nutzt, auch die Flächen frei zu bekommen von dem Gehwegparken, die wir leider auch in Kiel haben und auch die ein oder anderen illegalen Aktionen, die da sind. Das wäre so die Vision, die wir haben. Danke. Herzlichen Dank, Herr Steinkiel. War ja auch kürzlich erst durch Extra 3 in der Darstellung mit der guten Luft. Da wurden ja auch die vielen Autos dargestellt, die jetzt an der Baustelle entlang geführt werden, sodass die Luftverschmutzung auf einmal gar nicht mehr so schlimm ist, wenn man die Autos nicht mehr direkt am Filter vorbeifahren lässt. Herzlichen Dank erstmal für die Vision. Es wurde aber auch schon angeklungen, was man jetzt ja vielleicht auch gesehen hat. Die Visionen sind ja gar nicht so unterschiedlich in den unterschiedlichen Parteien. Interessant wird es ja, wenn es darum geht, wie man diese Vision denn in die Umsetzung bringt. Da gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte, mit denen wir anfangen können, sei es die Finanzierung, sei es die Gesetzgebung, sei es die Vision Zero. Ich glaube, ich würde erstmal ich würde erstmal mit der CDU-CSU anfangen, also mit Gerus Storjohann. Ihre Partei hat mittlerweile seit 10 Jahren das Verkehrsministerium, was ja doch eine ganz schöne Dekade ist. Warum ist denn dann die Realität eigentlich noch so weit weg von den Visionen, Herr Storjohann? Naja, das ist nicht meine Partei, die das Ministerium hat. Vielleicht können Sie sagen, meine Fraktion, aber ich bin ja nun seit 2002 im Parlament und habe ja auch in großen Koalitionen einen SPD-Verkehrsminister erlebt. Und insofern ist Ihre Frage natürlich richtig. Warum sind wir noch nicht weiter?
Also als ich mal anfing 2005 als fahrradpolitischer Sprecher, da gab es im Internet noch keinen Hinweis über Fahrräder, Fahrradurlaub, all das gab es noch nicht. Und es gab auch praktisch kein richtiges Bewusstsein für Fahrradpolitik. Das war mehr im touristischen Bereich angesiedelt. Und erst durch das Bemühen auch des ADFC hier mehr zu machen, gerade auf die Kommunalpolitiker zuzugehen, haben wir ein anderes Bewusstsein. Und das Bewusstsein wächst von unten bis zum Bund. Der Bund, das haben Sie eingangs gesagt, ist praktisch nicht zuständig, jedenfalls was die Finanzierung angeht. Er ist für den rechtlichen Rahmen zuständig und auch manchmal für Impulse. Und deswegen haben wir uns ja auch, hat sich auch der Verkehrsminister Andy Scheuer entschieden, Professuren einzurichten, Stiftungsprofessuren, die in Forschung und Lehre gerade den Radverkehr nach vorne bringen sollen, damit wir auch mehr ausgebildete Fachleute haben, die in den Kommunen auch entsprechend die Entscheidung vorbereiten und dass das nicht nur von außen kommen muss. Wir werden die Straßenverkehrsordnung, wenn der Bundesrat dann irgendwann seine Blockade aufgibt, auch entsprechend anpassen können. Die Initiativen sind gestartet, auch dass der Rad- und Fußverkehr besser geschützt wird. Und das hat allein die öffentliche Debatte schon gezeigt, dass hier Bewusstsein geschaffen wurde. Das ist alles schwer zu kontrollieren, aber die Debatte hat jedenfalls nach meiner Wahrnehmung gezeigt, dass die Autofahrer auch rücksichtsvoller sind, weiter um die Radfahrer rumfahren. Und warum sind wir noch nicht weiter? Das habe ich Ihnen erklärt. Und es ist eine Sache der Kommunen. Und ich sagte eingehend, die Umwandlung von Straßen in Fußgängerzonen, das war auch ein Prozess, der auch eine Umstellung der Infrastruktur in den Städten bewirkt hat. Und die Frage ist, in welchem Umfang wir das diesmal auch bewerkstelligen wollen oder können. Denn die Innenstädte müssen attraktiver werden, wenn wir nichts machen. In den Außenbereichen werden die Autos dann ihre Einkaufszentren anfahren. Das kennen wir aus den USA. Und das ist nicht im Sinne unserer Ziele in der Mobilität und im Zusammenleben. War ein bisschen lang, tut mir leid. Kein Problem. Ich würde gerne noch mal kurz einen technischen Hinweis geben. Und zwar sind wir mittlerweile 74 Zuhörerinnen. Und die Fragen würden wir gesammelt auch am Ende beantworten. Also die muss man nicht währenddessen beantworten. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz auf Sie zurückkommen, Herr Steuerjohann. Weil einerseits geben Sie ja auch den Initiativen, also Sie geben ja der Bewegung von unten, zu der wir uns ganz massiv natürlich auch zählen, ja die Credits dafür, dass wir das Thema voranbringen. Gleichzeitig gibt es einfach Entscheidungen, die wir zum Beispiel nicht beeinflussen können. Und ein Aspekt davon ist die Vision Zero. Ihre Fraktion, jetzt spreche ich genau von Fraktion, hat sich ja in der Dekade 2010 bis 2020 das Ziel gesetzt, die Verkehrstoten um 40% zu senken. Da sind wir momentan weit davon entfernt. Wir stellen ja auch fest, mit einer verhöhten Verkehrsleistung, die wir gerade haben, sind es vor allem die ungeschützten Verkehrsteilnehmer. Es sind vor allem die Radfahrenden, die momentan im Straßenverkehr getötet werden. Warum sind Sie da noch nicht weitergekommen? Naja, wir haben doch, glaube ich, ganz gute Erfolge erzielt. Bei den Radfahrenden ist es ja so, dass wir nun sehr viele neue Radfahrende dazu bekommen haben, gerade was die Pedelecs angeht. Und wir haben auch festgestellt, wenn mehr auf der Straße sind, auf dem Fahrradweg, dann passieren auch mehr Unfälle. Das heißt, die Investition in das Fahrrad selbst, das ist eine individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen. Wir haben inzwischen ABS-Systeme für die Bremssysteme. Sie sind nur sehr teuer und es wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis sie zum Standard werden. Und insofern dauert es alles, bis nachher auch die Infrastruktur der Räder so ist, dass weniger Unfälle passieren. Würde mich ja schon freuen, wenn alle mit Licht fahren würden, auch am Tage. Dafür habe ich mich bei den Autofahrern für eingesetzt. Dadurch haben wir auch mindestens 100 bis 200 Todesfälle im Jahr ein reduzieren können. Und gerade die Berliner, wir haben ja zwei hier im Chat, achten Sie selbst drauf, wie wenig mit dem Licht fahren am Tag oder nachts, was also bewusst in Kauf nehmen, gefährliche Situationen herbeizuführen. Und das ist eine Sache der Überwachung. Und jetzt sind wir wieder bei der Innenbehörde. Das ist die Polizei, die das überwachen muss und auch penalisieren muss. Und dann kriege ich auch Erfolge. Das kann ich gesetzlich alles festlegen, aber die Umsetzung liegt bei den Kommunen und bei den Ländern. Ich würde gerne noch mal so auf diesen Aspekt des Victim-Blamings eingehen, den ich natürlich sehr schwierig finde, dass wir einfach sagen, dass es an der Ausstattung der Fahrräder
hängt. Ich würde aber vielleicht mal an Stefan Gelper übergeben, der ja momentan auch so ein bisschen, oder die Grünen sind ja die, die momentan die Verkehrspolitik des Bundes öffentlich vielleicht am schärfsten attackieren. Was sind denn die Ansatzpunkte, wo man zum Beispiel auch in der Vision Zero anfangen kann, die Verkehrstoten massiv zu reduzieren? Und wo brauchen wir denn den elementaren Richtungswechsel in der Verkehrspolitik? Also erstmal, glaube ich, brauchen wir ein Verständnis dafür, dass wir nicht mal sagen, die Kommunen sind zuständig und die Kommunen sind zuständig und die Kommunen sind zuständig, weil dann heißt es so, die anderen sollen mal machen. Der Bund hat Zuständigkeiten, große, vielfältige Zuständigkeiten im Bereich Radverkehr. Das haben wir in der letzten Legislatur schon mal mit einem Gutachten durchgearbeitet, damit das endlich aufhört, diese Wahrnehmung, um mal ein paar Beispiele zu bringen. Ja, für das Recht, die Rechtsetzung, Straßenverkehrsordnung, Zulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz und so weiter, alles Bund. Wie man eine Fahrradstraße einrichtet, wie leicht ist es, einen Radweg zu bauen und so weiter, alles Bund. Beim Thema Sicherheit, Abbiegeassistenten, ja, da kann man sagen, da gibt es Förderprogramme, das ist alles schon gut. Man kann auch sagen, die EU ist zuständig, das ist auch nicht ganz falsch, aber man kann auch selber was machen, zum Beispiel Verkehrssicherheitszonen einrichten, wäre Bund. So, die erstmal zu legalisieren. Wenn man sich die Bahn anschaut, ja, Fahrrad und Bahn ist ja ein super schönes Zusammenspiel, wenn man es gut macht, dann bräuchte man aber bei der Bahn Fahrradparkhäuser. Bahn ist übrigens ein Bundesunternehmen. Da könnte man sagen, Leute, lasst uns doch mal bei den großen Bahnhöfen mal mindestens, aber besser noch bei vielen, vielen, vielen Bahnhöfen, da eine gute Fahrradparkinfrastruktur hinsetzen. Lasst uns Mobilitätsgipfel machen und nicht Autogipfel. Lasst uns an den Bundesstraßen vorgeben, dass jede Straße, die, wenn überhaupt noch eine neu gebaut werden muss, immer zwingend mit einem Radweg ausgestattet ist. Bundesfernstraßen können übrigens auch Radwege sein, weil Straßen sind nicht per se Autostraßen. Das können auch Radstraßen sein. Ja? Also auch eine Bundesstraße kann theoretisch in der ganzen Länge von München nach Hamburg als Radweg konzipiert und gebaut werden. Muss man jetzt nicht wollen, ja? Aber nur also denkt theoretisch um. Den Geist dazu öffnen. Und ja, Forschung ist ein Bundesthema. Und wenn wir jetzt da 7 Fahrradprofessuren haben, dann ist das ein langer Kampf gewesen. Und ich freue mich auch für die 7 Fahrradprofessuren, die wir jetzt haben. Aber in den letzten 10 Jahren wurde für Mobilitätsforschung 2 Milliarden Euro ausgegeben. Und ja, 90% davon waren für in irgendeiner Art und Weise verbunden mit Automobilitätsforschung. Ja, da ist der ÖPNV kaum bei vorgekommen, Schiffe kaum bei vorgekommen, ein bisschen Flugzeug ist gewesen. Ja, um Fahrrad, ich glaube, da gab es vielleicht 3 Projekte. So, also das ist die Situation und deswegen kann man da sehr, sehr viel ändern. Und vielleicht das Wichtigste ist, von Insassensicherheit auf Umfeldsicherheit zu gehen, also Vision Zero, dass man nicht mehr nur guckt, wie ist jetzt der Gurt beschaffen und wie, welches neue Tool zum Airbag erfinden wir noch, ist alles wichtig, aber quasi diese Frage, wie generieren wir das, dass du auch außerhalb eines Fahrzeugs sicher bist? Dass die älteren Menschen insbesondere sich nicht das Gefühl hingeben müssen, ich brauche jetzt einen Panzer namens SUV, um irgendwie sicher auf der Straße zu sein. Da muss was passieren. Da ist Abbiegeassistent ein Tool, da gibt es noch ganz viele andere. Zum Beispiel Vorgaben dazu, wie groß, wie schwer dürfen Autos sein, wie schnell dürfen die in der Stadt fahren und so weiter und so weiter. Das sind ja alles tolle Ansätze. Da können wir gleich auch nochmal, ich würde die Runde erst nochmal beenden, aber da können wir nochmal über Umsetzung auch sprechen. Ich glaube, da haben die Grünen gute Ideen, aber da ist nochmal die Frage, wie man die auch wirklich dann durchsetzen kann. Ich würde nochmal gerne weitermachen und eine Frage an Herrn Stein richten und sagen, die SPD ist ja traditionell eher so ein bisschen eine Autopartei oder wird zumindest als Autopartei wahrgenommen. Jetzt haben wir in Ihren Visionen auch sehr viel gehört, dass Sie vor allem auch den Umweltverbund dem Vorrang geben wollen, auch in den Gesetzeslagen. Wie passt es denn eigentlich mit der Parteibasis zusammen? Und wie bringt man das dann wirklich in die Umsetzung? Naja, die Parteibasis, ich glaube, das kann man fast für alle Parteien sprechen, gibt es irgendwie nicht, genauso wenig, wie es die Politiker gibt. Das sind immer so ein bisschen Sachen, da schüttelt es mich. Wir haben viele, sehr viele fahrradaffine Menschen bei uns irgendwie in der Parteibasis und ich glaube, der Prozess geht langsam auch los, wo wir sagen müssen, in Kiel haben wir einen langen Prozess gehabt, auch mit unterschiedlichsten Koalitionspartnern, wo wir eine der ersten Städte waren, mit sozialdemokratischer Mehrheit die Fahrradstraßen eingerichtet haben, obwohl das nicht ganz so von den rechtlichen Bedingungen her damals zulässig war.
weil es ja immer so ist, dass man eine Fahrradstraße erst dann einrichten durfte, wenn der überwiegende Verkehr Fahrradverkehre waren. Da haben wir in Kiel das etwas großzügiger gehandhabt und das Land hat da irgendwie als Aufsicht nicht genau hingeguckt. Und das hat sich bewährt, weil wir mittlerweile auf diesen Straßen tatsächlich deutlich mehr Fahrradverkehr haben. Ich glaube, das verträgt sich, glaube ich, sehr stark auch mit der Parteibasis, dass wir einen Nahverkehr haben oder einen öffentlichen Verkehr haben wollen, der gerade Menschen in den Vordergrund stellt, die wirtschaftlich nicht so stark sind. Und die meisten, die wirtschaftlich nicht so stark sind, haben halt kein Auto. Wir nehmen natürlich auch Rücksicht auf Menschen, die unbedingt aufs Auto angewiesen sind, aber gerade die profitieren ja dann davon, wenn auch weniger Autoverkehre an der Stelle stattfinden. Insofern ist das, glaube ich, auch eine Gewinnsituation, die wir dann an dieser Stelle haben. Ich glaube, man muss das Thema Verkehrswende, solidarische Verkehrswende auch etwas umfassender sehen, auch das, was man an Qualitäten tatsächlich gewinnt und darf jetzt nicht Fahrradfahrer gegen Fußgängerfahrer, gegen Fußgänger, gegen Autofahrer ausspielen. Wir haben natürlich Jahrzehnte gehabt, wo der Autoverkehr tatsächlich im Vordergrund steht. Ich glaube, industriepolitisch ist es immer noch ein ganz wichtiges Feld, dass wir dort Arbeitsplätze sichern. Aber ich glaube, das sichern wir nicht, indem wir große Verbrennungsautos produzieren, die panzerähnliche Geräte sind, sondern das geht, glaube ich, nur mit kleineren Autos, die kostengünstig tatsächlich sind und auch verträglich für den Stadtverkehr und auch für die Gemeinden, wo Fußverkehre stattfinden, wo Bewegung stattfindet. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, auf diese soziale Frage will ich dann auf jeden Fall auch noch mal später eingehen. Ich würde gerne meine nächste Frage an Herrn Dr. Jung richten. Und zwar weiß ich, dass wir Ihre Ausführungen an Ihre Fraktion geschickt haben. Sie haben die nicht persönlich gemacht. Ich will trotzdem so darauf Bezug nehmen, was die Fraktion dort geantwortet hat. Aus Ihren Erläuterungen kam immer hervor, dass man natürlich auch ein Streben nach Individualität im Verkehr gewährleisten möchte, mit digitalen Möglichkeiten, vielleicht auch mit Möglichkeiten, die in Richtung autonomes Fahren gehen. Meine Frage wäre jetzt an Sie, welche Maßnahmen möchte denn die FDP-Fraktion umsetzen, um die individuelle Mobilität für alle zu gewährleisten, ohne eben externe Schäden für Dritte dabei zu fördern? Was meinen Sie mit den externen Schäden? Naja, ich meine so, wir haben Sie auch ganz deutlich nach der Internalisierung zum Beispiel gefragt von eben Verursacherprinzip und da war eben die Antwort der FDP ganz klar, wir setzen das Autofahren, das sind genug belastet, wir müssen in dem Bereich nicht weiter einsteigen, wir wollen, unser vorherrschendes Ziel ist, die individuelle Mobilität in erster Linie zu gewährleisten. Und da wollte genau, ich also ich glaube, das ist immer ein bisschen... Das Problem an solchen Diskussionen ist, dass wir natürlich sehr viele fahrradaffine Politiker, zu denen ich mich auch dazu zähle, aus sehr urbanen Gebieten kommen. Ich kann das und das nochmal Berlin oder Kiel jetzt auch nicht mit komplett Deutschland vergleichbar ist. Ich kann das mal für die Region Karlsruhe sagen. Wir haben da Karlsruhe als großes Hauptzentrum. Wir haben da aber auch Städte wie Rastatt, Baden-Baden, Ettlingen oder Bruchsal. Und da haben wir eigentlich gemeinsam parteiübergreifend immer das Konzept, dass wir sagen, wir bauen Infrastrukturen. Wir bauen jetzt auch Fahrradschnellwege, die über den Regionalverband Mittlerer Oberrhein schon in der Vorplanung sind und fast fertig genehmigt worden sind, wo man natürlich auch vom Land Baden-Württemberg da sehr viel Planungskapazitäten hineingesteckt hat, weil es ist gar nicht so einfach, auch ein Fahrradschnellweg, den kann man jetzt nicht einfach durch ein Waldgebiet durchschlagen, muss man sich schon an die Regeln halten. Und das heißt für uns, dass man natürlich schon auch differenzieren muss, was gibt es für individuelle Mobilitätsbedürfnisse. Und da ist es natürlich ganz anders, wie wenn ich in Karlsruhe 3-4 Kilometer mit dem Fahrrad fahre, als wenn ich zum Beispiel in die Region Karlsruhe, zum Beispiel zum KIT, in verschiedene Bereiche der Universität einpendle. Und deswegen gibt es ganz viele unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Wir haben deswegen in der Region Karlsruhe die App Regio Move entwickelt, wo man einfach auch diese Bedürfnisse permanent individuell neu für sich klären kann. Und das heißt, dass man sich überlegt, wie fahre ich
mit welchem Verkehrsmittel wohin und wie komme ich auch am schnellsten von A nach B, weil das nämlich auch immer abhängig davon ist, wo man in der Region hin möchte. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man einfach auch Kombinationsmöglichkeiten schafft, das auch relativ unideologisch macht und es aber an utilitaristischen Einzelbedürfnissen festmacht. Bringt mir zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, überhaupt nichts mit dem Auto zu fahren, in meinem Wahlkreis oftmals, weil ich bei manchen Strecken sehr, sehr lange brauche, weil es da auch sehr viele Staus gibt, auch durch Autobahnbaustellen und so weiter. Das heißt, man muss sich, wenn man in einer gewissen Zeit von A nach B möchte, auch immer überlegen, wohin muss ich eigentlich genau und was muss ich zum Beispiel transportieren. Und da gibt es oft die Möglichkeit, das Fahrrad mitzunehmen, beispielsweise über das Stadtbahnsystem in der Region Karlsruhe. Ich muss aber sagen, dass natürlich diese Systeme auch von der Verknüpfung von ÖPNV und Fahrrad oder auch des Autos oder auch der Deutschen Bahn in dieser Intensität nicht überall in Deutschland gibt. Und da wurde schon vor über 20 Jahren damit angefangen, dass man auch alte Eisenbahnstrecken zum Beispiel wieder reaktiviert hat, die im Dornröschenschlaf waren und darüber dann Stadtbahnsysteme auch gemacht hat. Stadtbahnsysteme gibt es jetzt in anderen Städten in Deutschland teilweise auch, wenn Sie zum Beispiel an die Region Frankfurt denken. Und ich will einfach damit sagen, es bringt nichts, dass wir immer nur auf eine Sache fokussieren, weil natürlich viele Mobilitätsteilnehmerinnen da ganz andere Bedürfnisse haben und auch ganz andere Strecken zurücklegen müssen, die teilweise bei uns 30, 40 Kilometer pro Einpendeln sein können. Wir haben große Räume, die Region Rhein-Neckar, Karlsruhe und auch Heilbronn, und die hängen auch teilweise logistisch auch vom Wohnen her miteinander zusammen. Genau, das ist ja schon eine Betrachtung, wie man die unterschiedlichen Räume angeht. Nichtsdestotrotz, wir sehen natürlich auch diese Verschränkung der Räume. Wir sehen auch den Umweltverbund mit im Zentrum. Es geht aber trotzdem eben um eine Änderung des Status quo. Ich würde jetzt gerne nochmal an Andreas Wagner übergeben. Die Frage, die schon öfter im Chat aufkam, ist die Frage nach einer Regelgeschwindigkeit Tempo 30 innerorts, für die Sie sich zum Beispiel auch in den Visionen ausgesprochen haben. Woran hakt es? Also wieso kommt man da nicht weiter in der Umsetzung und was sind Ihre Empfehlungen? Ja, vielen Dank. Also eine Reduzierung der Regelgeschwindigkeit in Ortschaften schafft natürlich sehr viel mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, vor allem für die schweren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrende. Ich glaube, in der Umsetzung haben wir einfach die große Schwierigkeit, dass das Auto immer noch im Mittelpunkt steht von der Verkehrsplanung. Und letztendlich muss man sich überlegen in den Ortschaften, wie man den Verkehrsfluss letztendlich dann auch sicherstellt. Also es reicht letztendlich nicht, wenn wir einzelne Straßen die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduzieren und gleichzeitig andere Straßen mal eben noch entsprechend schneller fahren kann, weil dann einfach der Autoverkehr auch entsprechend verlagert wird. Also letztendlich brauchen wir ein Gesamtkonzept für Ortschaften, für die Einführung von Tempo 30. Und wir brauchen in dem Zusammenhang auch entsprechende Regelungen, beispielsweise Busspuren, um den ÖPNV nicht auszubremsen und dass der auch entsprechend zügig in der Kommune unterwegs ist. Und vor allem brauchen wir ein anderes Bewusstsein, ja, um die schwächeren Verkehrsteilnehmer, Fußgänger und Radfahrer mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich erlebe es immer wieder auch in der örtlichen Verkehrsplanung, wenn man diesen Fokus nicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer lenkt und wenn man das nicht zum Thema macht, dann werden die einfach vergessen oder sehr häufig vergessen. Und das ist, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt. Also selbst wenn wir die besten Regelungen haben und die gesetzlichen Möglichkeiten haben, Tempo 30 auch einzuführen, es muss der Wille vor Ort da sein und man muss sich kreativ überlegen, wie man es letztendlich umsetzt, wie man letztendlich auch diejenigen, die
sei es mal mit dem Auto unterwegs sind in den Städten, wie man die dann auch für eine neue Verkehrsplanung, vor allem eine für eine Verkehrsplanung der kurzen Wege begeistern kann. Und gerade also was jetzt also Handel betrifft und Gastronomie in den Städten, ich glaube, die da lässt sich auch entsprechend ansetzen, indem man die Leute auch dafür gewinnt, weil man natürlich mit Tempo 30 die Aufenthaltsqualität in den Städten und Gemeinden sehr viel angenehmer gestaltet und verbessert. Aber da auch da ist es auch diese Geschichte, man muss ein entsprechendes Bewusstsein schaffen. Also ich glaube, dass es nicht unbedingt an den Regeln mangelt oder an den gesetzlichen Möglichkeiten, sondern dass es tatsächlich das Bewusstsein ist, wofür man entsprechend werden muss. Aber müssen diese gesetzlichen Regelungen nicht auch mit verankert werden, zum Beispiel in der Novellierung der StVO? Wir bekommen auch hier im Chat immer wieder die Frage gestellt, so warum gibt es keinen Mobilitätsgipfel? Warum sind diese Veränderungen zum Beispiel auch, wieso kommen die auch nicht voran? Und ich glaube, Herr Stein, ich hatte vorhin auch diese Frage mit der Automobilität an Sie gerichtet. Deswegen würde ich nochmal an Sie zurück übergeben und sagen, warum gibt es dieses Bewusstsein dafür nicht? Na, ich glaube, das Bewusstsein wächst schon. Also ich glaube, wenn man die Diskussion auch innerhalb der Parteien tatsächlich auch beobachtet und auch die Frage irgendwie, welche Dinge eine kommunalpolitische Rolle spielt, dann ist, glaube ich, das Verkehrsthema eins der drängendsten Themen. Und es spielte auch in der Hamburger Landtagswahl eine ganz zentrale Rolle, weil es da auch um städtische Verkehrspolitik ganz sehr konkret ging. Und ich glaube auch, dass der Hamburger Senat da auch, dass sie eine sehr gute Koalitionsvereinbarung geschlossen haben, um da auch tatsächlich an diesem Thema voranzukommen. Also ich glaube, da ist ein Bewusstsein da. Und ich glaube nicht, wenn man mal ganz nüchtern guckt, also wir verfolgen das ja auch als Abgeordnete, auch in der Vorbereitung, die Frage, was Autogipfel, was die verschiedenen Gipfelformen, das wird, glaube ich, auch immer sehr, sehr hoch gehypt und dann kommt es irgendwie runter, manchmal auf die Berichterstatterebene und dann muss man halt zusehen, wie man dann sozusagen daraus tatsächlich eine Praxis macht. Und ich glaube, das wird dem Thema jetzt nicht gerecht, wenn man da so einen riesengroßen Aufschlag macht, dann 100.000 Interessensgruppen da tatsächlich kommen, um da auch ihre Interessen zu wahrzunehmen. Ich glaube, wir haben eine boomende Radfahrindustrie, die, glaube ich, auch noch mal einen deutlichen Schub jetzt durch Corona bekommen hat. Also die Absatzzahlen steigen ja kontinuierlich. Auch die durchschnittlichen Verkaufswerte der Fahrräder sind, glaube ich, sehr gut. Und man muss natürlich schon ehrlicherweise zugestehen, wir haben, Stefan Gelbhardt hat ja gesagt, wir haben 48 Millionen Autos. Fahrräder sind in der deutlichen Mehrheit. Wir haben, glaube ich, fast 80 Millionen Fahrräder in Deutschland, aber trotzdem ist die Wertschöpfung halt nicht so groß. Insofern, glaube ich, muss man da schon noch mal gucken. Ich will vielleicht noch mal ein paar Worte sagen zum Thema Verkehrssicherheit und technische Lösungen. Wir können natürlich sagen, naja, irgendwann wird die Digitalisierung, autonomes Fahren dafür sorgen, dass wir die Vision Zero erreichen. Weil es steht ja auch kurz bevor, dass man Autos hat, die sich an alle Verkehrsregeln halten, weil sie so digital so programmiert sind. Das ist sicherlich irgendwann in einigen Jahren möglich. Aber ich glaube, wir sollten nicht darauf warten, weil jeder Verkehrstote ist ein Verkehrstoter zu viel. Die PKWs haben oft viel zu hohe PS-Anzahl. Und ich bin froh, dass wir zumindest im Bundestag ja einen Beschluss gehabt haben zum Radverkehr, wo wir gefordert haben, dass es Versuche gibt zum Thema Regelgeschwindigkeit 30 innerorts und Ausnahme 50. Da ist das Bundesverkehrsministerium noch etwas gefordert, das auch umzusetzen. Ich persönlich bin der Auffassung, dass das dringend erforderlich ist in den Städten, um auch mehr Verkehrssicherheit und mehr Ordnung hineinzubekommen. Also ich würde es weniger in Lebensqualität setzen, weil es ist auch für die Autofahrer, ist es tatsächlich auch ein Segen. Also dieses häppchenweise 30 und dann manchmal 100 Meter hier und dann irgendwie diese ab gesamte, 15 Uhr, ab 16 genau, Uhr. Genau, diese Umkehrung der Regel von 15 Uhr. Das ist die Hölle und dann hätten wir sicherlich auch weniger Probleme mit dem Bußgeldkatalog. In Berlin bin ich da einmal geblitzt worden mit dem Auto. Ich würde gerne weitergehen. Dankeschön, Herr Stein. Ich würde gerne noch mal an Stefan Gelbhardt übergeben. Also ich würde gerne noch mal bei dem Thema bleiben, Umkehrung der Norm.
Wie kommen wir dazu, dass wir wirklich eine neue Norm etablieren, die eben die momentanen Verkehrsverhältnisse umdreht, Tempo 30 innerorts? Wie schaffen wir dafür die gesetzlichen Grundlagen, die sich ändern müssen, also StVO, Verwaltungsreform? Und brauchen wir dafür einfach so eine gesellschaftliche Veränderung, die vielleicht auch so einen Mobilitätsgipfel dann mit sich bringt? Also bei Tempo 30, ehrlich gesagt, brauchen wir einen anderen Verkehrsminister und gegebenenfalls auch andere Mehrheiten, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Also Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, das ist ja noch nicht mal der Parlamentsakt. Ne? Das kann der Verkehrsminister, kann die Bundesregierung, können das beschließen, weil es eine Rechtsverordnung ist, die Straßenverkehrsordnung. Dann muss das noch durch den Bundesrat und dann wäre das so. Das ist aber aktuell, würde ich mal behaupten, innerhalb dieser Bundesregierung zumindest nicht möglich. Ob das eine Bundesregierung ermöglicht, also da braucht es dann mindestens, wir werden ja keine 51% mal irgendwie haben, auf absehbare Zeit, da braucht es ja mindestens zwei Partner, wenn nicht gar drei, die in die gleiche Richtung gehen. Deswegen scheint das noch ein schwieriger Weg zu sein. Wir haben auch keine Volksentscheide auf Bundesebene, so gesehen ist auch dieser Weg versperrt. Also es wird schwierig, man muss da immer weiter bohren und dabei auch den aktuell Regierungsparteien immer weiter dafür werben. Herr Steuern und Herr Stein werden mir da zustimmen, dass Sie da gar nicht das Problem sind, sondern vielleicht andere Leute in den Fraktionen, keine Ahnung. Und dass man dann irgendwann dahin kommt, dass man eine Regelgeschwindigkeit Tempo 30 hat. Es ist ein Federstrich im Gesetz, ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass im Straßenverkehrsgesetz und in der Straßenverkehrsordnung sich der Vorrang des motorisierten Individualverkehrs durch ganz, ganz viele Vorschriften einfach durchzieht. Ja, da ist das Leitbild ist der fließende Verkehr, nicht der sichere Verkehr. Und der fließende Verkehr meint den fließenden Autoverkehr. Das heißt, alle anderen sind dann, wenn man so will, nachgeschaltet. Ja, also der Fußgänger, die Fußgängerin, wenn man mit Rad unterwegs ist, auch der ÖPNV. Das muss dann schon, ist immer ein Akt der Anstrengung, da dann so einen Ausgleich zu schaffen. Und da müssen wir einfach ganz klar das Regularium ändern. Da brauchen wir im Straßenverkehrsgesetz, in der Straßenverkehrsordnung und in den Ausführungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung wirklich viele, viele kleinteilige Änderungen, um da den Schritt nach vorne zu kommen. Ich sage immer, wir brauchen Entscheidungsfreiheit für die Kommunen. Warum muss eine Kommune irgendwelche Bundesregeln nachvollziehen, um eine Fahrradstraße einzurichten? Das können die doch auch vor Ort entscheiden. Wenn die sagen, diese Straße soll eine Fahrradstraße sein, dann wird doch vor Ort sich dafür eine Mehrheit finden oder eine Mehrheit sagen, das ist doch Quatsch, da gibt es ja gar keinen Fahrradverkehr und dann können die das doch entscheiden. Aktuell muss man dafür Verkehrszählung machen. So, also muss man ein Gutachten machen, also muss man das Gutachten ausschreiben. So eine Ausschreibung passiert meistens europaweit. Also da wird ein unglaublicher bürokratischer Wust davor geschaltet, damit bloß keine Fahrradstraßen entstehen. So, und das findet man, das ist ein Beispiel von ganz vielen, wo sich das immer wieder findet. Genau, ich würde dann direkt mal an Herrn Steuern übergeben, der kurz ein bisschen gezuckt hat, als er gefragt wurde, ob er jetzt... Aber da kann ich noch was hinzufügen, gerne, wenn das geht. Ich würde erst noch kurz an Steuern dann übergeben und dann an Sie, Herr Jung. Weil er gerade so gezuckt hat bei der Frage, ob er das Problem ist oder ob er es lösen kann. Und ich würde auch noch mal fragen, so wann diese Umkehrung oder wann wir wegkommen von einer kosmetischen Veränderung hin zu einer wirklich fundamentalen Veränderung der StVO, die eben auch Kommunen weiteren Handlungsspielräumen einräumt und wie Sie das in Ihrer Partei sehen. Ja, ich sehe es anders. Ich meine, wenn wir uns jetzt darauf auf die Regelgeschwindigkeit konzentrieren, ist ja alles gelöst, dann brauchen wir die Infrastruktur ja nicht mehr anpassen. Ich meine, die Infrastruktur ist der Hauptpunkt. Da müssen wir ansetzen. Wir brauchen eigene Wege für den Fahrradverkehr, eigene Wege für den Fußverkehr. Und das ist ein enormer Ansatz und den sollten wir forcieren. In meinem Dorf können Sie selbstverständlich überall 30 fahren, nur nicht auf der Landesstraße. Das ist Landesrecht. Aber in den Nebenstraßen ist überall 30. So. Und wenn wir jetzt auch auf dieser Hauptstraße die 30 machen, dann wird der Verkehr sich verhalten wie Wasser. Er nimmt den kürzesten Weg. Und das zeigt Ihnen jedes Navigationssystem inzwischen schon an, wie Sie auf dem kürzesten Weg von A nach B kommen. Wenn Sie mit 30 fahren, überall, dann werden wir die Verkehrsverlagerung auch in nachgelagerte Straßen haben. Und das möchte ich nicht.
Und ich bin nun lange Zeit Kommunalpolitiker gewesen und ich weiß, was es bedeutet, sobald Eltern in einem Kindergarten zum ersten Mal aufschlagen, kommt die Forderung, ich will eine Ampel haben und ich will einen Zebrastreifen haben. Und wir wissen alle als Verkehrssicherheitsexperten, dass der gefährlichste Ort für ein Kind oder für Eltern der Zebrastreifen ist. Trotzdem wird er gefordert. Und die Ampel als solche wird auch immer gefordert, ist aber kein Sicherheitsgewinn. Deswegen möchte ich mich konzentrieren auf Infrastrukturverbesserung und weniger auf die Umkehrung letzten Endes der Regeln. Wir sind da, wir brauchen infrastrukturelle Änderungen, da sind wir ja gar nicht auseinander, sondern wir glauben eben auch, dass der Hebel der Veränderung auf anderen Ebenen noch mit ansetzen muss. Jetzt hatte sich erst Christian Jung noch gemeldet, dann würde ich nochmal an Andreas Wagner übergeben. Herr Jung, ich würde Ihnen auch nochmal mitgeben, in dem Frageantwort, das gestellt wurde, ist eben auch noch die Position der FDP interessant zur Regelwerksänderung, die dort aufgenommen wurde. Die bezieht sich nämlich auch wieder sehr stark auf die Aspekte der Digitalisierung und des autonomen Fahrens und bezieht Fahrräder oder Radfahrende eher damit ein, dass die sich dann gefälligst an die im vorgeschriebenen Bußgelder oder an die Regeln der StVO halten sollten. Halten Sie das nicht für eine zu starke Strategie des Victim Blaming? Nee, das ist jetzt eine ideologische Interpretation von Ihnen, die jetzt so nicht der liberale Ansatz ist. Ich glaube, was wir machen müssen, ist, dass wir da etwas ideologiefreier an dieses Thema herangehen. Und der Herr Steuer-Johann hat es natürlich zu Recht gesagt. Das ist ja das auch, was wir als Verkehrspolitiker, die sich permanent mit Infrastrukturplanung beschäftigen, auch ausmacht, dass wir oft sagen, wenn wir Verbesserungen herbeiführen wollen, dann müssen wir die Infrastruktur vor Ort auch ändern. Ihr Ansatz ist sozusagen von oben. Ich persönlich komme aus der Kommunalpolitik. Ich war lange, jahrelang im Stadtrat und ich weiß, Verordnungen von oben bringen in der Regel gar nichts, wenn nicht unten auch an der Basis das Bewusstsein da ist, dass man Veränderungen herbeiführen will. Und da gibt es viele Verkehrsleitplanungen, wo man auch ganz bewusst, denken Sie zum Beispiel an das Unternehmen PTV aus Karlsruhe, die weltweit da tätig sind. Sie können als Kommune ganz offen sagen, was Sie haben wollen. Und zum Beispiel können Sie immer ganz offen sagen, dass Sie zum Beispiel mehr Radverkehr ermöglichen wollen. Und dann können Sie auch die Planung der Gestalt anpassen. Dann ist natürlich immer die Frage, wer finanziert Ihnen nicht nur die Planung, sondern auch die Baumaßnahmen. Und da bin ich mit dem Herrn Gelbhaar ganz nah aneinander, dass man natürlich sozusagen die Entscheidungshoheit, was gemacht wird, wie man sowas auch dann in die Pipeline reinbekommt, das sollte man so konzipieren, dass man das vor Ort dann entscheiden kann. Dafür brauche ich eigentlich nicht den Bund. Wenn man eine 30er-Zone haben will, dann sollen das die Kommunen entscheiden. Und das wird ja in vielen Fällen auch sehr gut gemacht. Und dann können wir diese Themen recht ideologiefrei da angehen und vor Ort Verbesserungen herbeizuführen. Ihr Ansatz ist eher das, was Sie da ausgemacht, dass Sie da ganz oft überhaupt niemanden da schlecht gemacht haben. Ich will mich nur kurz erklären. Wir haben beide Ansätze. Wir haben 44 Radentscheidbewegungen in Deutschland, die auf kommunaler Ebene für eine bessere Infrastruktur sich einsetzen, die Unterschriften sammeln, mehr als 850.000 deutschlandweit, die aber genau an die Grenzen dieser lokalen Infrastrukturumsetzung kommen, die genau daran kommen, wo sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, wo sind die finanziellen Mittel, die damit nicht übereinstimmen mehr, wo ist der wirkliche Handlungsspielraum der Kommunen. Das ist für uns nicht im Widerspruch, sondern es ist eben genau der Bereich, der auf kommunaler Ebene stattfindet und der Bereich, der auf Bundesebene entschlossen wird. Und das sind nur mal die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Finanzmittel, die auf Bundesebene viel größer sind und der Wirkrahmen, der viel größer ist, als die infrastrukturelle Umsetzung dann auf kommunaler Ebene. Ich will da gut, aber Sie sehen es ja sehr schön an vielen Beispielen, wenn ich das sagen kann. Also ich persönlich schaue immer mir mein Umfeld erstmal an. Und wir haben festgestellt, wir haben da massive Fördermittel bekommen von Land und Bund, zum Beispiel für Fahrradschnellwege. Also geht man bei mir in der Region Karlsruhe dieses Thema gemeinsam an und plant die Sachen auch gemeinsam. Massive planerische Mittel, zum Beispiel vom zuständigen Regierungspräsidium, sind dafür genutzt worden. Da hat auch niemand was gesagt. Und wenn dann ein Bundesverkehrswegeplans
Sache, zum Beispiel eine Umgehungsstraße, dadurch 2-3 Jahre später erst verwirklicht wird, aber zum Beispiel der Fahrradschnellweg dann da ist, dann ist das natürlich auch eine wirklich positive Sache. Also ich warne davor, immer nur nach oben zu gucken oder auch Forderungen für ganz Deutschland zu machen. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe des Bundes ist, überall da Tempo 30 verpflichtend vorzuschreiben, sondern dass es auch eine Sache ist der Leute vor Ort. Ja, aber das ist eine Sache auch der Leute vor Ort. Und es gibt da auch Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen urbanen Gebieten, wo überhaupt niemand ein Problem damit hat, wenn man da überall Tempo 30 hat. Also ich halte das für einen falschen Ansatz und deswegen glaube ich nicht, dass der da auch mehrheitsfähig ist. Ja? Genau, ich würde mehrheitsfähig, ich würde gerne nochmal an Andreas Wagner übergeben, der die ganze Zeit sich schon auch gemeldet hat. Und ich habe auch gesehen, Herr Stein, dass Sie sich noch gemeldet hatten und was dazu beitragen wollen. Herr Wagner, ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen zur Diskussion. Ja, ich denke mal, der Bund ist auf jeden Fall in der Verantwortung. Ich denke, der Bund muss die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dass die Kommunen gute Entscheidungen treffen können. Und ich sage jetzt mal, ich habe mich schon ziemlich geärgert dieses Jahr. Wir haben letztes Jahr eine Ausschussreise gemacht in die Niederlanden und haben uns Fahrradstraßen zum Beispiel angeschaut und Fahrradzonen. Und dieses Jahr haben wir dann einen Antrag behandelt im Verkehrsausschuss von Bündnis 90 Die Grünen, wo vorgeschlagen worden ist, die Einrichtung von Fahrradstraßen und Fahrradzonen zu erleichtern. Ja. Etwas, das was sehr sinnvoll ist, wo man sagt, wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Kommunen dann vor Ort entscheiden können, wo macht es Sinn, eine Fahrradstraße oder eine Fahrradzone einzurichten und wo macht es keinen Sinn. Ja? Also das sind ja die Experten dann direkt in der Kommune, diejenigen, die dann gefragt sind. Aber wenn so etwas dann eingebracht wird, das ist vielleicht einfach auch das Gebaren im Bundestag, ich sage jetzt mal, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, also erst diese Wahlperiode, aber so etwas wird dann halt einfach abgelehnt. Ja? Und das ist etwas, da wo ich sagen würde, da geht es ganz klar darum, einen Rahmen zu schaffen, damit Kommunen einen größeren Spielraum haben, um eben auch die Fahrradmobilität vor Ort zu fördern. Und das ist etwas, das was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man diese Tür nicht aufmacht und den Kommunen eben einfach nicht entsprechend ermöglicht. Und also insofern ist der Bund tatsächlich da in der Verantwortung, dass man eben entsprechende Rahmenbedingungen schafft. Und weil es jetzt vorher auch nochmal angesprochen worden ist, Herr Steuern hat ja gesagt, natürlich ist es sinnvoll, wo es eben möglich ist, auch Radwege anzulegen und sei es mal den Radverkehr auch vom Straßen-, also vom Autoverkehr zu trennen, sehe ich ganz genauso. Die Schwierigkeit ist bloß das, was die Umsetzung betrifft. Also was das, sei es mal, das kostet natürlich und das ist auch immer ein Zeitfaktor und man braucht auch die Arbeitskräfte, die das entsprechend dann umsetzen. Und gerade deshalb, weil das eben auch so zeitintensiv ist, halte ich es eben für sehr viel sinnvoller, wo man relativ schnell eine größere Sicherheit im Straßenverkehr herbekommt mit einem Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in den Ortschaften. Das vielleicht einfach noch dazu. Okay. Ich wollte jetzt noch eine allerletzte ganz kleine Frage stellen, bevor wir dann in die Publikumsfragen gehen. Herr Stein, Sie hatten auch noch eine Frage. Ich fände auch noch interessant Ihre Sicht auf die StVO, dass Sie auch in Ihrem Parteiencheck gesagt haben, dass Sie auch die StVO mit grundlegend verändern wollen und eben die Verkehrsmittel gleichberechtigt darstellen wollen. Da frage ich mich, wieso setzen Sie das nicht auch mehr durch, zum Beispiel als Teil, als Mitregierungspartei? Naja, ich glaube, wir haben schon deutlich was durchgesetzt und auch mit der StVO-Novelle, die jetzt im Bundesrat blockiert ist, sind ja einige Punkte, die so sehr deutlich in die Verbesserung, was die Frage der Ausweisung von Fahrradstraßen anbelangt, was die Frage auch grünen Pfeil anbelangt. Also sind ja ganz, ganz viele Punkte tatsächlich gekommen. Wir hätten uns natürlich an vielen Stellen auch mehr gewünscht. Da muss man, glaube ich, schon für Mehrheiten sorgen und vielleicht auch nochmal das ein oder andere betrachten. Also mich stimmt es natürlich schon so ein bisschen sorgenvoll, wenn Herr Jung jetzt irgendwie sagt, naja, das sollen können die Kommunen entscheiden. Das Problem ist, also ich kenne das in der Kommunalpolitik hier in Kiel, dass immer die StVO, dass da irgendwie Ende Gelände ist für alle Ratsherren, für alle Ortsbeiräte, dass dann natürlich die Behörden sagen, das ist Anordnung nach StVO, da ist die Bundespolitik schuld.
So, nun habe ich ja ein breites Kreuz und es wünschen sich immer Ortsbeiräte die Ausweisung zusätzlich zum Beispiel von Tempo 30 irgendwie an Kindertagesstätten. Ist es erlaubt, ist es auch wegen Lärm erlaubt. Und wir haben da tatsächlich eine Fülle tatsächlich von einem Schilderwald, den wir eigentlich nicht haben wollen. Und deshalb brauchen wir natürlich schon eine Veränderung der Straßenverkehrsordnung und wir müssen auch wegkommen, dass es ein reines Gefahrenabwehrinstrument ist, sondern gerade die Straßen in Gemeinden und Städte sind ja nicht nur dafür da, dass sie Verkehrswege sind, sondern es ist vielerorts ja auch inzwischen Gastronomie ist dort, wir haben Elektrokleinstmobilität, wir haben Menschen mit Behinderung, die unterschiedliche Möglichkeiten der Fortbewegung zum Glück haben. Und da müssen wir entsprechend die Infrastruktur anpassen, das ist klar, aber wir müssen natürlich auch die Regelwerke anpassen und können nicht einfach sagen, naja, wir haben weiter den fließenden Autoverkehr, den wir Vorrang einräumen und alle anderen müssen sich sozusagen da drum herum organisieren und entsprechend schützen. Das wird nicht funktionieren, das heißt, wir müssen da schon umbauen und wir haben jetzt wirklich kurioseste Situationen. Ich habe neulich meinen Duisburger Kollegen gelobt, weil sie vor ihrem Theater hatten sie so eine Spielstraße eingerichtet und dann hat er gesagt, ja, das dürfen sie aber nicht mehr lange machen, weil dann die Landesbehörde gesagt hat, das ist nicht zulässig, weil dort irgendwie keine Kinder spielen, das wollten sie als Shared Spaces machen. Das ist also nicht möglich. Deshalb müssen wir dringend den Kommunen dort mehr Spielraum geben und nicht nur die Frage der Gefahrenabwehr deutlich machen. Genau, herzlichen Dank. Die Zeit schreitet leider unglaublich schnell voran. Ich habe auch noch so viele Fragen auf meinem Zettel. Ich würde aber gerne mal an meine Kollegin Lisanne Pucher übergeben, die auch ganz viele Fragen aus dem Chat gesammelt hat. Ich sehe bei mir hier nur eine Zahl aufklicken, die weit über 30 ist. Das heißt, das sind alles Fragen, die aus dem Publikum kamen. Ich bin gespannt, Lisanne, was sind die Fragen, die das Publikum umtreibt? Viele. es ist emotional, aber ich beginne mal mit der Frage an Herrn Storjohann. Und zwar wurde gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass es E-Auto-Förderprämien vom Staat gibt, aber wir haben immer noch keine Lastenradförderung vom Bund? Warum wird diese Finanzlast an die so klammen Kommunen weitergegeben? Welche Kommune ist klamm? Wahrscheinlich nicht näher differenziert in der Frage. Also das ist der Punkt. Also es gibt keine klammen Kommunen. Der Bund ist klamm. Wenn Sie sich mal die Haushalte angucken, haben wir zurzeit eine Umkehrung. Insofern ist aber die Frage natürlich richtig, warum werden einige Dinge gefördert und andere nicht? Ja, ich hatte ja auch dann mit der Kollegin Weiß, die ja lange Jahre im Bundestag war von der SPD, auch schon die Idee, dass man Elektroräder fördern könnte. Wir können alles fördern, wir können das auch verschenken. Aber wenn etwas von alleine läuft, dann brauche ich nicht Anreize setzen zur Verkaufsförderung. Und in diesem Bereich läuft es alleine. Das Land Schleswig-Holstein hat jetzt gerade so ein Förderprogramm gemacht für Lastenfahrräder. Das war sofort ausgebucht. Aber der Eindruck in der Öffentlichkeit ist, das hätte nicht sein müssen, weil es sowieso gemacht worden wäre. Ich weiß, wie teuer die sind. Ich weiß aber auch, welche Persönlichkeiten sich diese Fahrräder denn kaufen. Insofern, ich sehe nicht den Bedarf, um etwas einen Anreiz zu geben, deswegen Geld auszugeben. Bin ich noch zu verstehen? Ja, genau. Ja. Aus dem Publikum. Okay, vielen Dank. Ich mache mal weiter. Es wird gefragt, der Bund muss den Kommunen den Rücken frei machen, um einen Wandel der Infrastruktur zu fördern. Der Wille ist da, aber die Unsicherheit bei bei Verkehrsanordnung von neuen Lösungen ist enorm. Da ist kein Mangel an Fantasie, sondern eine unklare und komplizierte Rechtslage. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gehört, dass der Wille in den Kommunen zwar da ist, aber die Rechtslage einfach noch nicht. Wie kann der Bund da die Kommunen unterstützen und was tut der Bund dafür? Ich gebe das gerne jetzt mal an Herrn Gelbhaar. Das wäre eigentlich eine perfekte Frage für die Regierungskoalition gewesen, aber natürlich kann ich trotzdem sagen, welche Erwartung ich da hätte. Das ist nochmal die Entrüppelung von Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrsgesetz. Ne? Also über die Fahrradstraßen haben wir schon geredet. Es gibt die gleichen Probleme bei Radstreifen, weil da immer dann die Frage steht, ist das dann noch, also wenn man das Radstreifen zum Beispiel schützen will, dann wird da häufig eine Debatte aufgemacht, muss man da die
Gefährdung des Radverkehrs nachweisen, dass man das so abtrennen kann, ist das dann eine Entwidmung und so weiter und so weiter. Das ist sehr kompliziert gemacht. Wir haben jetzt in dieser Legislatur bereits 4 Planungsbeschleunigungsgesetze des Bundes gehabt. Alles wunderbar für Straßen, teilweise auch Schieneninfrastruktur. Alles nicht falsch, ja, aber genau den Punkt Fahrrad, der wurde da eben nicht mit betrachtet. Da steht was aus. Ich sage auch, by the way, 4 Gesetze zur Planungsbeschleunigung sind 3 zu viel. Ja, weil jedes Mal, wenn eine Planungsbeschleunigung auf den Tisch kommt, also neues Gesetz, heißt es, der Rechtsrahmen wird erstmal komplizierter, weil es gibt ein weiteres Gesetz. Ja, also wenn, dann muss das gleich passen, der Schuss. Und deswegen war das auch nicht so optimal, wenn ich das mal so sagen darf. Weil die Planer sollen ja nicht Gesetze lesen, sondern planen. Wenn ich mal ganz kurz ein Vita Dictum noch sagen darf, ja, der Kollege Steuern hat natürlich recht, wenn etwas läuft, muss man da nicht noch Geld reinwerfen. Dann aber bitte grundsätzlich für alles. Dienstwagenprivileg und Dieselprivileg verstehe ich dann vor dem Hintergrund dieser an sich richtigen Aussage auch mit keiner Silbe. Genau, hier wurde auch nachgehakt Richtung Herrn Steuerjohann, ob Sie uns dann bitte nochmal beantworten können, warum braucht dann die Autoindustrie eine Förderung? Warum gibt es Privilegien wie das Dienstwagenprivileg noch, wenn doch es eigentlich ganz gut läuft für die Automobilindustrie? Also ich glaube, wir haben gerade einen Systemwechsel, stellen wir fest. Also Deutschland hat ein sehr starkes Interesse, dass die Automobilindustrie funktioniert. Man kann sie natürlich in Bayern und Baden-Württemberg abschaffen. Das merke ich in Schleswig-Holstein nicht, wenn es den Bayern und Baden-Württembergern schlecht geht, auch in der Zulieferindustrie nicht. Ich merke es, wenn es den Baden-Württembergern und Bayern schlecht geht in der Zulieferindustrie für Schiffbau, dann merke ich das. Und diese Auswirkungen, die werden wir in 10 Jahren spüren, wenn wir unsere Autoindustrie weiterhin torpedieren. Und der Umschwung zur Elektromobilität bedeutet ja, dass viele Zulieferer gar nicht mehr gebraucht werden. Und die Entscheidung von VW, total auf Elektromobilität zu setzen, wird sehr kritisch diskutiert bei Verantwortlichen in Deutschland. Und ob das wirklich trägt oder nicht. Das ist ein hohes Risiko, dass wir dort eingehen. Und insofern, ich wollte auch noch mal darauf aufmerksam machen, wir haben einen nationalen Radverkehrskongress in Deutschland. Ich sage mal, das wollen wir nicht kleinreden, dass wir sowas haben. Alle 2 Jahre treffen wir uns mit allen Interessenten. Und insofern, es wird viel gemacht in diesem Bereich. Und es kann immer besser sein, es kann schneller sein. Es gab auch mal eine rot-grüne Regierung, da hätten die das alles schon machen können. Und dass wir jetzt so nach und nach uns jetzt diesem Thema widmen, finde ich richtig. Und dass man das immer kritisieren muss, damit müssen wir leben. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich würde gerne Radschnellwege bauen bei mir. Es scheitert daran, dass sich ehemalige Bahntrassen, die stillgelegt sind, sind dem Landschaftsschutz zugewiesen worden. Das heißt, da fehlen mir mal eben 300 Meter, um einen wunderbaren Radschnellweg zu bauen. Die Eingriffsausgleichsregelung, die muss auf dem Prüfstand. Da kann Herr Gelper sagen, dass er das gerne will. Will er aber nicht. Das macht er eher für Windräder, aber nicht für Radschnellwege. Insofern, wir haben so viele Themen, wo wir aber an die Grundfesten von ehemaligen politischen Überzeugungen rangehen müssen, die auch dem Klimaschutz dienen, die dem Naturschutz und dem Landschaftsschutz dienen. Und diese Konflikte zu lösen, das ist politisch schwer. Aber es gibt jetzt keine Schwarz-Weiß-Lösung, so nach dem Motto, für Fahrrad müssen wir alles machen und für die anderen nicht. Was mache ich für Radschnellwege nicht? Das ist mir entgangen. Was denn? Was ich für Radschnellwege nicht mache, das habe ich nicht... Die Eingriffsausgleichsregelung abschaffen. Ach so, ja. Na gut. So what? Ich übergebe nochmal an Isan. Okay, genau. Ich habe hier nochmal eine Nachfrage, die ich gern an Herrn Wagner weitergeben würde. Sie haben vorhin von den schönen Beispielen aus den Niederlanden geschwärmt. Regina aus Regensburg fragt jetzt nochmal ganz konkret nach, woran hängt das? Warum werden die Standards, die wir in den Niederlanden haben, und es wurde auch davor schon in den Fragen angesprochen, die Standards, die in Deutschland angesetzt werden, kommen in keiner Weise auch nur an das unterste Ende von den in den Niederlanden oder in Dänemark geltenden Standards an. Woran liegt das, dass wir nicht
von Dänemark oder den Niederlanden lernen können, wie es doch so oft eigentlich ganz schön erzählt wird. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch etwas mit der Kultur, wie wir Mobilität leben, einfach zu tun haben, also oder dass es damit zu tun hat. Ist ja jetzt ja nicht so, dass die Verkehrsinfrastruktur in den Niederlanden von heute auf morgen auch so umgebaut worden ist und dann fahrradfreundlich geworden ist, sondern auch da die Verkehrsberuhigung in den Städten und den Fahrrädern mehr Platz zu geben, das ist ja auch ein Prozess gewesen letztendlich. Und da ist die Niederlanden ist halt mittlerweile sehr gut aufgestellt in der Hinsicht. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das was bei uns von der Mentalität her ist es eher so, man braucht ein Auto, man macht einen Führerschein, also wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann macht man einen Führerschein und dann gehört es einfach zum Standard dazu, dass man eben ein Auto hat. Und da muss man letztendlich wegkommen und muss, sag ich mal, auch auf dem Weg der Kommunikation einfach für ein anderes Mobilitätsverhalten einfach Lust machen. Und das ist so eine Kopfgeschichte. Da geht es tatsächlich aus meiner Sicht so um Bewusstsein auf der einen Seite, nicht nur bei den Leuten so auf der Straße sozusagen, sondern vor allem eben auch in der Politik. Und wie gesagt, also ich habe mich damals schon ziemlich geärgert, wo ich mir gedacht habe, ja gut, man fährt als Verkehrsausschuss in den Niederlanden, versucht da irgendwie auch Anregungen mitzunehmen und dann hat man einen Antrag sozusagen im Verkehrsausschuss auf dem Tisch liegen. Da geht es darum, Fahrradzonen und Fahrradstraßen, die Einrichtung zu erleichtern und dann wird das abgelehnt. Ja? Also da geht es nicht einmal darum, dass man die Kommunen dazu zwingt, sondern einfach da eine Tür aufzustoßen. Und das ist für mich nicht verständlich. Ja, genau, aber zum Kulturwandel gehört eben auch die veränderte Wahrnehmung, dass Fahrradfahren keine Mobilitätslösung für Menschen ohne Geld ist, wie wir es vorhin auch schon mal im Gespräch hatten. Und wenn man jetzt allerdings Niederländerinnen fragt, dann würden die immer sagen, bevor die Kultur da war, war als allererstes mal die Infrastruktur da, dass die Kultur ins Rollen kommen kann, dass überhaupt Platz da ist zum Fahren. Es wird auch genau in der Frage, es kommt gerade auch noch die Frage rein von Raunhild, sagt, sie kommt aus Dänemark und es geht nicht um die Mentalität, sondern um gezielte Politik. So würde ich jetzt gern auch nochmal an Herrn Stein vielleicht die Frage richten. Es kam auch schon mehrmals der Punkt auf im Chat, dass wir haben keinen Platz, wir können nicht zusätzlich zur bestehenden Infrastruktur noch zusätzliche Radfahrinfrastruktur obendrauf bauen. Irgendwann wird irgendjemand Platz geben müssen. Möchten Sie dazu noch mal was sagen? Woher soll Radinfrastruktur entstehen? Ich glaube schon, dass man den Platz muss man sich natürlich auch irgendwie dort holen, wo er sozusagen in guten Massen verfügbar ist. Also es war ja vorhin im Chat auch die Debatte um stillgelegte Bahnstrecken. Also wir haben in Kiel eine stillgelegte Bahnstrecke genutzt, um die Veloroute 10 zu bauen, die sehr erfolgreich tatsächlich durch die Stadt fährt. Eine Premium-Route, die wirklich sehr gut genutzt wird, wo man mehrere Kilometer ohne Ampelanlagen tatsächlich durchfahren kann. Das ist allerdings nicht überall ein Patentrezept. Ich glaube, wir müssen schon gucken, dass wir versuchen, den Autoverkehr zu reduzieren und auch Fahrspuren von PKWs tatsächlich zu nutzen. Was wir in den Städten häufig noch haben, sind ja sogenannte falsche Fahrradwege, wo wir dann irgendwie unsere 1 Meter oder 80 Zentimeter haben, die dann manche Kommunen auch rechtswidrigerweise immer noch als Fahrradwege ausweisen und wo es großen Streit mit Autofahrenden gibt. Ich glaube, wir müssen schon gucken, dass wir mit Radfahrspuren arbeiten, dass wir gucken, dass wir aus den Städten verstärkt das an den Straßen das seitliche Parken wegbekommen und entweder in zentralen Parkhäusern, dass wir Discounter nochmal verstärkt nutzen, auch fürs Parken drüber hinaus, dass Tiefgaragen
stärker genutzt werden in den Innenstädten. Also wir haben in Kiel zum Beispiel die Situation, wir haben, glaube ich, fast 9000 Parkplätze, wovon weit über die Hälfte der Parkplätze im Innenstadtbereich in Parkhäusern sind, die meistens, selbst wenn die Städte voll sind, nur zur Hälfte genutzt werden. Also insofern ist da schon sehr viel Potenzial dahinter. Also ich habe auch bin ein großer Freund davon, diesen Pop-up-Bike-Lanes, wo man Dinge nochmal ausprobiert, dort hinbekommt, dass dort Fahrradfahrende unterwegs sind. Dann steigt, glaube ich, auch der Radfahranteil. Wir haben in Kiel, glaube ich, eine relativ gute Steigerung gehabt. Also ein Viertel der Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Wir haben einen schlechteren ÖPNV-Anteil. Das ist ein gutes Signal, aber ich glaube, da muss man Stück für Stück tatsächlich umbauen und Straße für Straße umbauen und natürlich auch die Vorteile deutlich, auch die Nicht-Fahrradfahrenden an der Stelle haben. Auch Fußgänger haben dadurch Vorteile. Auch Anwohner haben Vorteile, dass dann vielleicht auch mal eine vierspurige innerörtliche Straße nicht mehr als Rennstrecke benutzt wird und dann auch der Lärm nachlässt. Das sind, glaube ich, auch nochmal Punkte, die man dann auch nochmal ins Feld führen sollte. Lisanne, du bist noch stumm. Auch vielen Dank. So viele Stunden in Zoom und trotzdem noch. Genau, vielen Dank für Ihre Punkte, Herr Stein. Und da möchte ich gerne noch eine Frage direkt dazu nämlich auch aufgreifen. Aspekte wie Förderung des Radverkehrs mit der Zielstellung Klima- und Umweltschutz sind im Moment noch nicht so präsent, wie sie sein müssten. Der Handlungsspielraum von Kommunen wird durch die StVO stark eingeschränkt. Es dürfen zum Beispiel geschützte, also baulich getrennte Radwege nur nach Nachweis einer Gefahrenlage eingerichtet werden. Wie sehen Ihre Pläne für die StVO oder das Straßenverkehrsgesetz aus? Da möchte ich jetzt gerne nochmal Richtung Herrn Steuerjohann fragen. Wird da noch was kommen? Können wir da noch was erwarten in dieser Legislatur? Nein. Also es ist kaputt. Also das ist kaputt. Der Bundesrat war frühzeitig eingebunden in die Änderung der StVO. Und dann fingen die Grünen an zu blockieren. Und ich sage mal, das fasst keiner mehr an. So, das ist schade. Ich bedauere das zutiefst. Ich kenne das von Lafontaine und Helmut Kohl. Das machte wunderbar viel Freude. Und alle Verbände bedauern das. Man hätte sich auf etwas einigen können und man hätte dann den nächsten Schritt halt 2 Jahre später gemacht. Aber eine Blockadepolitik finde ich unwürdig, aber es ist so. Herr Gelfer wollte direkt einsteigen. Also Herr Steuerjohann, Sie wissen es doch besser, ganz ehrlich. Also, wahrscheinlich weiß die ganze Runde das besser. Wir haben eine StVO-Novelle gehabt, mit übrigens eigentlich der Bußgeldkatalogverordnung, weil das ist der eigentliche Kasus Knactus. Und im Bußgeldkatalog, in der Bußgeldkatalogverordnung gab es einen Formfehler. Der ist vom Bundesministerium für Verkehr gemacht worden, nicht vom Bundesrat. Und zwar, weil da eine Ermächtigungsgrundlage nicht hinreichend benannt wurde. Und aufgrund dieses Formfehlers ist das ganze Verfahren zum Scheitern gekommen, weil eigentlich war alles fertig. Es war einfach alles schon fertig. Es war beschlossen. Es stand im Bundesblatt, also im Amtsblatt, um präzise zu sein. Und jetzt statt der Bundesminister, der Zuständige, der den Fehler gemacht hat, diesen Fehler in Schamesröte einfach zu korrigieren, ja, und das nochmal einzubringen mit der Korrektur, hat er jetzt versucht, da zu pokern, weil er die Regel, die betroffen ist, nämlich nicht will. Also die Regel, um die es geht, ist, dass man ein Fahrverbot bekommt, wenn man insbesondere innerorts deutlich zu schnell fährt. So, und hat angefangen, irgendwie rumzuspielen und hat dabei den eindeutigen Beschluss des Bundesrates mitachtet, weil die hatten das ja schon abgenickt. Übrigens auch die Bundesregierung hatte das schon abgenickt. Und der CSU-Minister Scheuer fing auf einmal an, einige reden von Erpressung, soweit würde ich nicht gehen, aber doch, die Institution des Bundesrates in Mitleidenschaft zu ziehen. Das ist ein Unding. Und dass Herr Scheuer dafür nicht schon lange vom Platz gejagt wurde, das ist echt das lässt mich erstaunt zurück. Also ich sage mal so, Minister sind schon für weniger zurückgetreten. Ja? Aber vielleicht muss das erst eine Wahl zeitigen, dass man da meine Personenveränderung vornimmt. Herr Gelfer, würde sich in einer Koalition mit der CDU-CSU grüne Verkehrspolitik machen lassen? Das ist eine spannende Frage. Also wir hatten
ja, so eine lustige Jamaika, da war es noch keine Koalitionsgespräche, sondern so eine Sondierungsrunde. Und ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem Sondierungspapier zu Verkehr, da gab es quasi keinen einzigen geeinten Punkt. So, das wird, da saß natürlich die FDP noch mit am Tisch, das würde die Sache, weiß ich nicht, ob es vielleicht gibt es da einzelne Punkte beim Thema Digitalisierung, wo wir da schneller zusammenkommen, aber so bei den Hard Facts wird es sicherlich schwer. Ich sage mal auch, ja, in Baden-Württemberg, in Hessen, auch in Schleswig-Holstein gibt es schon auch positive Beispiele. Ne? Da ist nicht alles Gold, was glänzt, Stichwort A49 und so, aber das ist eigentlich auch eher ein Bundesthema, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass in Baden-Württemberg da die Uhren stehen geblieben sind, seitdem da die Schwarzen mit in die Regierung reingekommen sind. Ne? Wir hatten davor Grün-Rot, klar, gingen vielleicht einige Sachen ein bisschen schneller von der Hand, aber... Also auf Bundesebene keine CDU-Grünen-Regierung aus Ihrer Sicht? Wie bitte? Eine erfolgreiche? Auf Bundesebene wird es aus Ihrer Sicht keine erfolgreiche CDU-Grünen-Regierung geben? Also auf Bundesebene, erstmal, ich habe keine Glaskugel, ich glaube, keiner hat die. Und erstmal haben wir mal Wahlen zu bestehen. So, und dann gibt es ein Ergebnis. Ne, Herr Habeck hat sehr gut ausgeführt, wo die Grünen gerne hin wollten. So, dafür braucht man dann aber entsprechende Ergebnisse. Wenn es dazu nicht kommt und man dann die einzelnen Koalitionsfärbungen sich anschauen muss, muss man dann gucken, reicht es inhaltlich. So, und da sage ich mal ganz klar, natürlich wollen wir die Verkehrswende, aber die Menschheitsaufgabe, die vor uns liegt, heißt Pariser Klimaschutzabkommen. Und wenn ich eins vorwegnehmen darf, das wird der Leitmaßstab sein. Wir werden nichts unterschreiben, wo wir da nicht die Schritte vorankommen, die zu tun sind, egal wer auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt. Und ganz ehrlich, wir hatten bis jetzt SPD-Verkehrsminister, wir hatten CDU-Verkehrsminister, wir hatten CSU-Verkehrsminister. So richtig geil in Erinnerung geblieben ist uns keiner. Okay, Herr Steuerhahn wollte dazu direkt noch was sagen. Mit Blick auf die Uhr gerne und dann schaue ich schon mal noch mal zur Richtung Isabel. Genau, du übernimmst. Vielleicht erst Herr Steuerhahn gestellt. Ja. Also mein Tipp ist sowieso, dass die Große Koalition fortgesetzt wird. Das findet der SPD-Kollege Stein nicht gut, das finden alle nicht gut, aber im Ergebnis gehe ich davon aus, dass es doch so kommen wird. Und insofern war das nur meine Einschätzung dazu. Insofern, dass der Bundesrat im Nachhinein, nachdem es durch das Bundeskabinett gelaufen ist, die StVO, noch erhebliche Änderungen vorgenommen hat, das ist jetzt, das ist aber auch Fakt. Und dann kamen einige Landesminister und haben gesagt, wir wussten ja gar nicht, was wir da beschlossen haben. Und deswegen gab es den Retour. Und insofern gucken wir mal, jedenfalls nicht zu sicher sein, dass die Grünen nachher irgendwas zu sagen haben. Ich glaube, die SPD ist sehr flexibel nachher, wenn das Wahlergebnis stimmt. Und ich glaube, ich möchte auch noch mal in die Runde sagen, dass es auch Grünen Landesminister gibt, die sich auch nicht gerade in Glanz glänzen im Verkehrsbereich. Also gucken wir nach Hessen, da werden auch ganz viele Kompromisse geschlossen, die man sich vielleicht auch von der Grünen Partei anders erhofft hätte. Und ich glaube, da ist noch Veränderung drin und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, dass der Druck von unten bestehen bleibt und ich glaube, das können wir ganz sicher sein, dass der auf jeden Fall bestehen wird, egal welcher dieser Parteien in dieser Runde den nächsten Verkehrsminister stellen werden. Ich wollte vielleicht gerne noch was zum Thema sagen, weil es ja ein bisschen abgedreht ist. Verkehrsministerin. Ich glaube, dass, was wir, glaube ich, alle aus der Diskussion heute mitnehmen können, wo man, glaube ich, auch insgesamt in allen Parteien mehr darüber sprechen muss, ist, dass wenn eine Kommune bestimmte Sachen möchte, auch in Bezug auf Radverkehr und dafür die Mehrheiten da sind, spricht sicherlich nichts dagegen, auch aus liberaler Sicht, dass die Kommune das entscheiden darf und da nicht permanent Restriktionen auch von oben bekommt. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die ich auch nochmal mitnehme aus unserer Diskussion heute, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass wenn eine Kommune etwas möchte, wenn man Infrastrukturplanung so versteht, dass die ein Fundament sein soll, auch für eine positive Entwicklung, man da gebremst wird und es die Mehrheiten dafür gibt, das ist natürlich immer wichtig, dass sie dann dort ausgebremst wird. Ob jetzt wer auch immer von den unseren Gockeln heute dann an irgendwelchen Koalitionsverhandlungen teilnehmen wird, ist, glaube ich, völlig irrelevant heute. Am Ende
kann es auch sein, dass die Grünen da gar nicht dabei sind oder die CDU-CSU nicht dabei ist. Das interessiert mich jetzt ein Jahr vorher noch nicht, sondern es ist, glaube ich, wichtig, dass man an viele Themen, das ist ja die Gemeinsamkeit auch, beispielsweise von den Freien Demokraten, aber auch den Grünen, dass wir sagen, es gibt auch viele Übereinstimmungen. Und eine schöne Übereinstimmung wird, wenn es irgendwann mal zu gemeinsamen Verhandlungen, wo auch immer kommen wird, das Thema Deutsche Bahn sein. Da steht schon heute fest, dass das auch ein wichtiges Thema für Koalitionsgespräche sein kann, wo es zum Beispiel zwischen FDP und Grünen sehr große Übereinstimmungen gibt. Wir haben uns auch neu kennengelernt im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, die oft sozusagen in solchen ideologischen Debatten nicht so rauskommen. Deswegen ist es wichtig, dass die Fachpolitiker versuchen, auch da immer gemeinsame Lösungen herbeizuführen. Und ich warne immer davor, auch bei Aktivisten, dass man immer alles zu ideologisch sieht. Ich plädiere immer auch aus Gründen der Subsidiarität dafür, dass man versucht, auch unten anzufangen. Und wenn es da Probleme gibt, auch gesetzlicher Natur, muss man da auch offen sein, sowas positiv zu lösen. Ne? Genau, das machen wir ja auch. Da können Sie sich sicher sein, dass wir unten anfangen. Ich glaube, ich habe gesehen, Stefan Gerber, dass Sie sich gemeldet haben. Ich habe noch eine letzte Anmerkung auch in die Runde, die natürlich, egal was jetzt hier für ein Gezanke ausbricht, möchte ich ja auch doch nochmal irgendwie darauf hinweisen, dass wir ja auch den Radverkehr für alle irgendwie fördern wollen. Und wenn man sich diese Runde anguckt, dann ist es Gott sei Dank so, dass aus der Zivilgesellschaft und aus der Bewegung von unten ein paar Frauen da sind. Aber wo ist die Diversität und wieso ist die Diversität nicht in der Verkehrspolitik, wo wir doch, wo Sie sich doch auch dafür einsetzen wollen, alle mitzunehmen und eine Verkehrspolitik. Aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja viele Frauen der Verkehrspolitik, die haben Sie aber nicht eingeladen, ja? Genau, wir haben die Frauen der Verkehrspolitik eingeladen. Die haben sich alle von Ihnen vertreten. Ich meine, es ist halt der Termin heute, ich sage Ihnen das ganz offen, ist halt auch für viele, ist halt auch nicht komplett familienkompatibel. Also wenn man sowas um 17 Uhr macht, ist das vielleicht auch besser. Was meinen Sie, was da los ist auch bei einigen? Ja? Also ich werde jetzt auch gleich wieder die Familienarbeit zurückkehren, weil einfach der Termin, ehrlich gesagt, super unattraktiv ist. Und da werden viele Kolleginnen, die gerade im Wahlkreis sind, auch riesige Probleme haben, dann auch so an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Ja? Deswegen würde ich das jetzt nicht gendern, dass heute 5 Männer da waren und dass sich da auch einige ein bisschen gockelhaft aufgeführt haben, sondern es ist jetzt halt ein Zufall. Ich kann Ihnen aber gerne das nächste Mal von der FDP eine Frau besorgen. Wir haben da viele, ja. Weil es könnte natürlich auch so sein, dass wenn man Frauen anfragt, wenn dann mehr Frauen da sind, dass man die auch, dass die dann auch von anderen Frauen vertreten wollen werden. Ich habe die Meldung noch gesehen, einen ganz minimalen letzten Beitrag von Stefan Gelper. Und dann würde ich ganz kurz eine Schlussrunde machen, weil wir sonst nämlich aus der Zeit laufen. Ich habe bloß nicht mal die Gockelei oder so, das ist immer ideal, was man da so vorwerfen kann. Mir ging es bloß um einen Punkt, Ideologie. Es wird immer wieder der Ideologievorwurf gemacht in alle möglichen Richtungen. Und ich sage nur mal, den darf man sich niemals anziehen. Wir haben alle Ideologie. Das Wort kommt nicht umsonst von Ideen. Und eine Idee hat sich durchgesetzt, die der autogerechten Stadt. Und wenn man jetzt quasi gegen die aufsteht, ist man automatisch ein Ideologe. Das wollte ich einmal sagen. Nicht niemanden durchgehen lassen, das geht gar nicht. Danke nochmal für dieses letzte Kommentar und auch diese ideologische Frage, die, glaube ich, würde ich auch nochmal kurz auf dieses Gender-Thema zurückwerfen, weil warum ist es denn genau ein Problem für Frauen, die Uhrzeit, und nicht für Männer? Und warum ist es denn nämlich auch ein systemisches Problem in der Mobility oder in der Pflegearbeit, die viele Frauen erledigen? Genau, jetzt aber genug dazu. Ich würde gerne nochmal eine letzte Schlagwortrunde machen. Und da werde ich auch, also ich werde gerne nochmal fragen, so, es ist nächstes Jahr Wahljahr, es ist nächstes Jahr also Bundestagswahl, Landtagswahl, verschiedene Wahlen, die anstehen. Welche Kampagne braucht das Thema Radverkehr in einem Hashtag? Welche Kampagne machen Sie in Ihrer Fraktion zum Thema Radverkehr für das Wahlkampfjahr 2021? Ich fange an mit Andreas Wagner, der ist der Erste. Der Hashtag lautet Fahrradprämie jetzt. Fahrradbringen jetzt? Fahrradprämie jetzt. Fahrradprämie jetzt, okay, Entschuldigung, ich habe da kurz nicht verstanden. Dann würde ich weitergeben an Matthias Stein. Oh, das ist jetzt natürlich schwierig. Also ich würde sagen. Ein Hashtag. Genau, ein Hashtag. Kann auch ein langer Hashtag sein, aber es geht um ein Hashtag.
Genau, wir müssen hier durch, also dass die Wege frei bleiben. Das wir müssen hier durch. Wir müssen genau. Hier durch. Herr Storjohann, was ist Ihr Hashtag? Ganz einfach, Gero Storjohann. Wenn ich in der Fraktion aufstehe zum Fahrradverkehr, dann wissen alle, worum es geht, dass es wichtig ist. Okay, Herr Gelper. Gott sei Dank entscheidet das die Partei und ich muss nicht mich entscheiden zwischen Vision Zero und Feuer den Scheuer, aber irgendwas in die Richtung wird so sein. Okay, das waren zwei Hashtags. Das ist eigentlich ein Foulspiel. Dann würde ich nochmal an Herrn Jung übergeben für den Hashtag. Eine ganzheitliche Verkehrsplanung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Panelisten. Herzlichen Dank an Andreas Wagner, an Matthias Stein, Gero Storjohann, Stefan Gelper und Dr. Christian Jung. Herzlichen Dank auch für die Fragen. Ich sehe, bei mir hat das Fragensymbol 57 Häkchen. Das heißt, es wurden insgesamt 57 Fragen gestellt. Herzlichen Dank an die Runde. Herzlichen Dank auch an die Teilnehmenden. Ich organisiere wahnsinnig viele Online-Veranstaltungen. Wir hatten 78 Anmeldungen und es sind 72 Leute da. Ich finde, das ist eine super Quote. Danke auch für diese engagierten Diskussionen. Ich lade jetzt alle herzlich ein, noch zum Get-Together da zu bleiben. Ich lade auch herzlich die Panelisten ein. Ich glaube, wir können noch interessante Diskussionen führen über Infrastruktur, Ideologie oder Punkte, die hier aufgekommen sind. Dafür wird jetzt im Chat nochmal einen Link gepostet, weil wir quasi diese Zoom-Session schließen, um in eine andere Zoom-Session zu gehen, dass wir uns da auch alle sehen können. Zu guter Letzt bleibt mir noch auch dem Team im Hintergrund zu danken. Ich danke ganz herzlich dem Team von Changing Cities und dem Bundesrat-Team, allen voran Gerina Holland, die Büroleiterin, die das maßgeblich organisiert hat, die Stan Pucher, die Sie gesehen haben, die Publikumsfragen gestellt hat, Florian Raffelt, Florian Kuiper und unsere Pressesprecherin Ronhild Sörensen. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch nochmal ans Panel für die Diskussion. Ich glaube, wir werden uns in 2021 wiedersehen und weiterhin an solchen Diskussionen feilen und lassen sich auch sicher sein, dass die Radentscheidbewegung jetzt da ist. Wie gesagt, vor 5 Jahren hat es angefangen mit einem Radentscheid. Mittlerweile haben wir über 40. Es gibt verschiedene Themen, die auf kommunaler Ebene einfach den Rahmen sprengen, die auf Bundesebene adressiert werden. Und rechnen Sie mit uns auch in 2021. Herzlichen Dank.